Hallo, herzlich willkommen bei Modellbauer Nürnberg. In diesem Video geht es mal wieder um ein Unboxing. Wie ihr sehen könnt, ist es ein Riesending. Und wir schauen mal, was hier drinnen ist. Als erstes sticht uns natürlich ein bisschen Papier entgegen. Noch mehr Papier. Und hier sehen wir schon was. AS3X, ein Hochdecker. Und da vorne noch Kleinteile. So. Zwei Ladekabel. Und eine Lipo Safety Bag habe ich noch bestellt. Ja. Akkus müssten hier auch noch mit drin sein. Vier Stück habe ich nämlich auch noch mitbestellt. Aber da schauen wir mal später rein. Weil jetzt geht es nämlich darum, mal den Karton vom Modell hier rauszubekommen. So, hier haben wir nun den gesamten Packungsinhalt, das Modell, Bind & Fly, die UMX Timber. Und ja, hier öffnen wir mal erstmal die Kleinteile. Hier können wir nun unschwer erkennen, das hier sind die vier Akkus. So, das wäre alles so vom Lieferumfang, was ich bestellt habe. Und ich würde sagen, jetzt drehen wir mal den Karton um und packen die gute UMX Timber aus. Und alles rutscht gerade runter. Hier hinten sieht man noch ein Bild während des Flugs. Es ist kein Siegel oder sonstiges mehr dran. Der Karton ist schon halb offen. Ich habe noch gar nichts dran gemacht. So, öffnen wir mal den Deckel. Und hier sehen wir schon das sehr schöne Modell. Das Orange sticht richtig in die Augen. Sehr schön gemacht, muss man sagen. Obwohl ich jetzt noch nicht alles natürlich sehen kann. Höhenruder, Seitenruder, schaut alles sehr gut aus. Mit sehr gutem Ausschlag, würde ich mal behaupten. Hier sieht man auch schon eine der vielen LEDs. Hier seitlich dran sind sie auch noch. Und ich würde sagen, ich tue jetzt mal das Modell vorsichtig raustun aus seinem Winterschlafplatz und auch so ein bisschen die Zubehörteile eventuell. Jo, bis gleich. So, ich habe nun die Steuerpohrhaltung entfernt. Hier vorne drauf ist noch eine kleine Schutzfolie für die Motorhaube, damit da kein Lack während des Transports abgeht. Außerdem sind hier noch zwei Kunststoffleisten. Die werden jeweils eine über die Tragfläche hier gemacht. Wo diese Dinger sind, werden die dran geklebt. Und dann kann das Modell noch langsamer fliegen, als es sowieso schon fliegen kann. Und ja, ich werde erstmal ohne diese Leisten fliegen und schau mal, wie es sich fliegt. Wenn es ja, mit den Leisten, beziehungsweise ohne die Leisten, nicht gut genug, beziehungsweise ja, halt ein bisschen komisch fliegen sollte, dann montiere ich einfach die Leisten. Aber ansonsten werdet ihr, denke ich, darüber nichts weiteres mehr hören. So. Hier gibt es außerdem noch ein Ersatzlandegestell. Das ist hier dieser Draht. Ein paar Schräubchen sind noch dabei. Ja, noch ein paar Kleinteile aus Kunststoff. Natürlich noch eine kleine Kurzanleitung. So. Das lasse ich jetzt hier immer so drin. Aber ich würde sagen, hol dir mal das Modell raus. Das Modell ist wirklich ultra leicht. Ich hatte ja schon das UMX Beast. Das hat mir nicht so richtig gefallen. Beziehungsweise vom Flugverhalten hat es mir sehr gut gefallen. Aber von der Robustheit her, da hatte ich immer so meine Probleme damit. Vor allem, wenn mal was abbricht, das Material ist so ganz merkwürdig zum Kleben. Wahrscheinlich geht es am besten immer noch mit Heißklebe. Und ja. Das war so mein Problem damit. Die Räder sind wirklich sehr schön groß. Also für so ein kleines Modell. Die Tragflächen sind wunderschön, wie ich finden tue, gemacht. Auch mit den Landeklappen. Ich würde sagen, ich öffne mal die Motorhaube. Schauen wir mal, was sich darunter verbirgt. Hier haben wir nun das geöffnete Modell. Hier innen drin sieht man die
Elektronik sehr gut. Der Brushless-Motor. Hier vorne sieht man auch noch die zwei weißen LEDs. Nach vorne hin strahlt es nämlich noch in weiß, das Modell. Und jo. Ein mitlenkbares Bornrad hat das Modell natürlich auch noch. Die Fenster und so weiter, die sind richtig drauf lackiert. Dieses orangene Zeug, was ihr hier sehen tut, das ist alles drauf geklebt, auch diese ja, Kennzeichen. Dann die Horizon Hobby UMX-typischen Linear-Servos, die offenen. Wobei die bei diesem Modell sogar von einer unsichtbaren Kunststoffschicht, wie ihr sehen könnt, geschützt sind. Finde ich nicht mal so schlecht gemacht. Hier hinten sieht man auch noch die Halterung für das optionale Schwimmerset. Also man kann es auch als Wasserflugzeug verwenden. Habe ich vor, eventuell auch mal zu holen. Hier sieht man zwei kleine Eindrücke. Ich weiß jetzt nicht, von was die kommen. Beziehungsweise ich weiß, woran diese Dellen liegen. Vermutlich ist in der Verpackung oder beim Zusammenbau schon hier dieses weiße Fahrwerk an das Material gestoßen. Finde ich natürlich sehr schade. Man kauft ja schließlich ein neues Produkt. Aber okay, ist halt auch nun mal nicht vermeidbar. Außerdem fiel mir gerade auf, dass hier dieser schwarze Reifenbegrenzer, nenne ich es mal, nur außen festgeklebt ist, also hier draußen. Und die innere Seite ist auf beiden Rädern locker. Die muss ich dann unbedingt mit Heißklebe oder Sekundenkleber festkleben, damit der Reifen nach innen nicht reinrutschen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, ansonsten sehr schönes Modell. Also hier so auf den ersten Blick. Ich werde jetzt mal einen meiner vier Wellpower-Libos mit 300 mA vom Modellsport Nindinger mal gleich installieren und euch mal vorführen, wieso das Modell ist. Gebunden habe ich es nämlich gerade schon. Und jo, wie ihr nun unschwer erkennen könnt, ist der Lipo drin und angeschlossen. Die LEDs blinken und leuchten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Kabel hier ein bisschen rein, damit auch die Haube drüber passt. So. Und jetzt genießt das schöne Modellbild. Also ich finde, die UMX Timber ist wirklich so schön. Ich wollte das Modell schon haben, seitdem das Modell überhaupt auf der Horizon Hobby Website war und in YouTube und so weiter. Das Produktvideo von Horizon Hobby gefiel mir schon sehr gut. Und ich muss sagen, in der Realität sieht zumindest genauso gut aus, das Modell. Durch diese ganzen Details mit den Lämpchen und so, also macht echt was her. Auch unten ist ein rotes. Man sollte auch sogar bei Dunkelheit, würde ich jetzt mal behaupten, die Fluglache erkennen. Weil ihr zum Beispiel hier oben das die rote LED ist und wenn man die logischerweise nicht sieht oder sieht, weiß man auch, dass man im Rückenflug ist oder auch nicht. Und allgemein vorne durch die weißen LEDs und so. Ja, sehr schön. Ich mache mal kurz das Licht aus. Jetzt seht ihr das Modell in ganzer Pracht erstrahlen. Es macht richtig was her. Wie eine kleine Disco. Würde ich sagen, mache ich das Licht mal wieder an. So. Die Querruder und Klappen. Ich fliege im Mode 4. Das heißt, Querruder sind links am Gashebel. Funktioniert alles einwandfrei. Was mir aufgefallen ist, die Servos sind wohl relativ laut. Im Vergleich zum UMX Beast und so weiter. Aber scheint normal zu sein. Dann auf dem Schalter C habe ich die Klappen gemacht. An und wieder aus.
Das musste man übrigens umkehren. Also, aus war nämlich bei mir in der Stellung nach unten und das gefällt mir gar nicht. Ich mag es immer, wenn alles einheitlich ist. Jo. Dann war es das soweit vom Unboxing der UMX Timber. Ihr werdet schon bald ein Flugvideo sehen. Ich hoffe, das Wetter passt jetzt bald. Dann geht's nach draußen. Ich werde das mit diesen Rädern noch kleben, jetzt gleich. Und ja, somit tschüss, bis bald. Euer Modellbau Nürnberg.